Muss mir nicht gut so sein. Ach, übrigens, Witcher, da habe ich auch gestern beendet. Da habe ich gestern abgebrochen, das Let's Play. Weil ich bei der. Wo wir auch drüber reden, dass ich nicht gut bin. Da ich den Kampf gegen die Bestie, den habe ich nicht geschafft. Da habe ich nach einer Stunde, nachdem ich eine Stunde lang gegen die Bestie gekämpft habe, habe ich gesagt: Ja, es ist jetzt fürs Let's Play auch nicht mehr lustig, wenn ich jetzt hier. Wenn ich jetzt hier nur noch faile. Das hat jetzt keinen Mehrwert mehr, dann ist jetzt besser auch für die Zuschauer, dass das dann irgendwie dass das Projekt beende. Am Sonntag werde ich dann wahrscheinlich Lego Harry Potter auf Twitch streamen, statt The Witcher. Mhm. Brauche ich denn noch für Steinstühle? Das Projekt ist jetzt traurigerweise mit einem verlorenen Kampf beendet worden. Aber es war auch klar, das war ja schon vorher klar. Ich habe nicht erwartet, dass ich das irgendwie mal. Ich wollte ja eh spätestens dann, wenn The Nightmares 2 rauskommt. Ich habe ein Elchviech bei mir. Spätestens wenn The Nightmares 2 rauskommt, wollte ich das sowieso abbrechen, das Ding. Daher. Ich wäre jetzt noch bis nach Visima in die Stadt gekommen. Das hatte ich jetzt eigentlich noch vor. Schade, dass ich es nicht erreicht habe, aber. Ja. Oh Gott, man kann hier echt alles drehen, was? Nie drehen. Mit R. Mhm. Scheiße. Können wir ein paar Fackeln drehen. Scheiße, ich habe hier gerade einen arktischen Miro. Nee, kann man zwei nicht. Angreifen. Ja, dann viel Spaß. Na toll, kannst du vielleicht schlafen gehen? Nee, ich bin gerade außen an dem. Mein Bett ist ganz woanders. Ich habe doch Creature Spawns extra ausgemacht bei mir. Mit genau dieser Scheiße nicht passiert. Aber ich nicht. Ja, aber bei mir. In meiner Zone dürfte eigentlich nichts auftauchen. Ja, dann spawnen sie halt außerhalb deiner Zone. Und kommen zu dir rein. Du bist hier oben auf dem Berg drauf. Na gut. Zweimal sterben, dann habe ich es auch geschafft. Hol doch noch ein Rocket Pack. Wenn du irgendwo runterfällst, dann. Ich falle hier nicht, ich werde hier von den zwei Viechern angegriffen. Ach so. Und meins. Und meine Plattform sieht dann wahrscheinlich ziemlich blöd aus, weil die in der Luft schwebt. Hätte vielleicht ein bisschen in den Berg reinbauen sollen. Aber so ist. Und tot. Immerhin Loot geben sie gut. Das ist ja die Hauptsache. Ich kann ja mein Bett mal gerade hier hochholen. So, Stuhl wollte ich aufbauen. Dann können wir auch hier schlafen gehen, wenn ich mein Bett hier oben habe. Wo habe ich den Tisch? Tisch. Das müssen wir trotzdem hier irgendwo zukriegen. Wenn nicht mit dem Stein, dann mit einem anderen Stein. Ich hol mir mal mein Bett ab. Mein Teleporter. Und irgendwann bauen wir uns dann auch noch eine Brücke bis von. Ja, könntest du vielleicht langsam mal deine Todesstatuen hier abholen? Die stören nämlich echt. Die hab ich dir dort hingestellt? Nein, die liegen noch hier. Ja, die habe ich dir hingestellt, damit du die. Ja, das kleines Andenken. Das kleines Andenken hingestellt. Ja, halt richtig hart. Ja, warte, ich hol kurz mal mein Bett. Mein Teleporter. So. Oh, kann sein, dass ich einfach noch keinen Wachs geschmolzen habe? Möglich. Ich hab den Ofen.
bis die wieder am Wachs schmelzen. Ich überlege gerade, habe ich hier einen Ofen gehabt? Fort. Nee, ich gehe. Das kann sein. Mein Zeugs habe ich noch in meiner Bude stehen. Ich hole jetzt hier nur mal in das. Platziere hier immer nur das Bett. Oha, das Bett verstreut Licht. Ist ja interessant. Mhm. Da wo ich das Bett hingestellt habe, wird es automatisch. Dann wird es automatisch heller. So, jetzt habe ich meinen Teleporter auch hier installiert. So. Sollen wir mal schlafen gehen oder was? Ich bin jetzt gerade am Wachs schmelzen. Ich muss heute auch gleich herausfinden, wie man diese Steine hier baut. Okay, das macht mich jetzt hier. Das bräuchte ich unbedingt um die. Um die Bude dicht zu machen. Und ich mach's mit einem anderen Stein, dann sieht's aber blöd aus. Sag Bescheid, wenn du schlafen gehen willst. Ich kann hier gerade die Steintische nicht anlocken. Warum? Ich brauch die relativ dringend. Tja. Warum ist es hier hell? Leuchtet die Fackel wahrscheinlich durch. Ja, wahrscheinlich. Ja, da leuchtet die Fackel durch den Stein durch. Ja, interessant. Hier wie in Minecraft immer in der Luft schwebende Blöcke hier einfach platzieren. Ringsdrumherum. Und es wird wieder Tag. Wir haben die zweite Nacht überlebt. Ach du Scheiß, das kann ja hier noch dauern. Ja, oh, ich habe zwei Zuschauer. Sehr schön. Willkommen bei Creativeverse mit Modi. Und Zwergi. Ich baue hier gerade ein bisschen Stein. Mache eine Steinplattform um den riesigen Statuenzwerg. Neues Haus. Jo. Sollte ich vielleicht mal von unten ein bisschen. Sonst wird das unschön. Im Schweben bauen.
Ja, ich muss hier mal ein bisschen Ausdauer aufladen. So baut man hier in Schweden. Sieht jetzt ja nicht dämlich aus, aber es dauert viel zu lange. Eine dumme Technik. Na komm, denn das war das Falsche. Gut. Peinliches, berührtes Schweigen. Ich versuche gerade die ganze Scheiße zu lesen. Was für eine Scheiße gibt es denn da zu lesen? Ja, wie man diese verdammten Stühle und so weiter freischaltet. Aha. Ich muss auch gleich mal ein bisschen was lesen. Und ein bisschen schauen, wie man diesen hübschen Stein hier von dem meiner Statue freischaltet. Ich muss mal schaffen, den hier zu Ende zu bauen. Und habe ich ja damals in den Stein mit reingebaut hier in den Berg. Dadurch ist er nicht ganz vollständig geworden. Dadurch fehlt ihm ein Teil vorne. Sind sie leider ziemlich unvollständig. Vielleicht muss ich erstmal das ganze Steinzeug freischalten. Fragezeichen. Ja, und Floor einmal. Wenigstens den Stein hier sollten wir. Einmal. Ah ja, okay. Redwood Wall. Ornamental Stone Wall. So heißt das Ding. Ornamental Stone Wall. Crafting Menü used to build paint able. Mal ein. Crafting Menü. Du musst erstmal freischalten. Klopapier kann ich herstellen. Limestone, 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 Limestone. Nee, Limestone wollen wir nicht haben. Und ich ändere den Grund hier ab, das wäre auch eine Möglichkeit. Ich mache da einfach was anderes draus. Wenn es die passendste Möglichkeit, wenn ich den Stein nicht habe. Atlantis Trim Wall, das sieht auch nicht schlecht aus. Kann man die irgendwie. Du hast vorhin irgendwas mit Atlantis gesagt, dass du da was hast. Das Seeperta-Bestand. Stone Table. Die kannst du schon craften, oder? Die Atlantis Trim Wall. Modi, kannst du die schon craften oder nicht? Theoretisch. Stone Door. Wie mache ich die Stone Door? Wood Door und Stone Wall. Atlantis Trim Wall, das ist das 8 hier. Na, das sieht auch nicht schön aus. Das
Passt nicht so richtig. Ja, noch die Stone Wall. Ich würde es halt ungern aus demselben Stein machen, wie hier der Berg gemacht ist. Das sieht dann halt auch sehr unpassend aus. Football, Stone and Stone Rods. Im Idealfall sollte man die Statue schon so fertig machen, wie sie hier ist. Ah, hier. Okay, vielleicht sollte ich das auch mal auf Menü platziert haben. Stirnkratz. Nachdenkliche Stirnkratz. Scheiße. So. Das ist jetzt so ein Gießen. Stein zu. Gut, Stein haben wir ja mehr als genug in der Mine. Oder hast du auch aus dem Gebirge gekratzt? Hm? Stein kannst du auch aus deinem Gebirge kratzen. Ja, ja, ich habe ja genug hier. Wenn wir das jetzt hier einheitlich machen würden. So, da kann ich mir. Könnte man hier auch so ein bisschen. Gut, dann platziere ich mir mal Kunst eben. Moment. Hier können wir aus den gegebenen Bedingungen was machen. Das irgendwie gewollt aussehen lassen. So, platzieren wir mal Kunst. So. Ah, okay. Stone Door. Okay. Also, da kommt 1, 2, 3. Und Bedrock Wall, ja. Du baust hier schon eine Mauer auf, oder was? Mauerbau mit Modi. Oh, oh, ich baue Mauern wie kein zweiter. Das ist lobenswert. Und ich bin in den Tod gefallen. Beim Mauerbau verstorben. Ja, nicht mal. Nicht mal bei der Mauer, sondern. Ich habe jetzt eigentlich einfach nur. Ich versuche jetzt einfach nur die ganze Scheiße freizuschalten. Indem ich einfach jeden Block einmal baue. So, ich brauche dringend Bienenwachs, das heißt, ich muss auf einen von den Bäumen hoch. Verdammt, das reicht nicht. Das ist schön. Nee, das ist nicht schön. Aber es ist schön, dass du das mit uns teilst. Ich streame hier gerade. Ja, ich auch. Und ich rede trotzdem so gut wie nix. Das ist schlecht. Gut, ich habe keine Zuschauer. Ich auch nicht. Ich will das nachher auf YouTube veröffentlichen, also ja, macht schon Sinn, da ein bisschen was zu reden. Ja, ich halt nicht, ne? Okay. Und du wirst trotzdem auf YouTube veröffentlicht. Stone und Stone brauche ich. Sofern du zu hören bist. Ja, bist du. Mal kurz überprüft. Hast du immer noch keinen Chat? Stairs. Nö, ist keiner im Chat. Es sind immer noch zwei Zuschauer, aber. Keiner, der jetzt schreiben würde. Versuch das jetzt hier irgendwie elegant zum Abschluss zu bringen. Dass das hier halbwegs gewollt aussieht. So, hier auf der Linie. Genau andersrum. Wunderbar. Du hast gesagt, man kann Sachen hier drehen. Mit R. Scheinbar nicht. Muss natürlich auch drehbar sein, ne? Den Stein kann ich nicht drehen. Was können wir denn kurz weghauen? Den theoretisch mal eben wegschmeißen. Das ist natürlich blöd jetzt hier. So, dann brauche ich nur noch Stein. Stein habe ich hier ja mehr als genug. Berg. Was machen wir jetzt daraus? Ich verzweifle hier gerade an meinem Felsen. Dann
verzweifle mal schön weiter. Okay. Crafted Stone Door. Ja, ich habe irgendwas anderes. Sehr schön. Wieso ist mein Ding so unsynchron hier? Was ist denn hier? Frame. Oh, cool, kann ich direkt machen. Verdammt. Stone Slab vielleicht. Ich kann immer noch keinen verdammten Steintisch machen. Scheint mir ein Stone Slab zu sein, aber. Wird bekloppt. Wasser könnte mich weghauen. Tja. So, was brauche ich noch dafür? Nun gehen die Ideen aus. Was bleibt jetzt so, falls so ist? Jetzt, als ich noch nie eine Steinkiste gebaut habe. Ich kann den Stein irgendwie zu was anderem craften. Slabs hatte ich eigentlich. Können wir hier das irgendwie zumachen? Kann ich kurz erstellen. Wieder einsortieren. Ach, warte, mein Crafting-Menü habe ich doch hier. Jetzt halt das Zeug, Wachs. Ach, toll, voll. Stacked Stone War. Vielleicht, ja, das sieht aber auch nicht so hübsch aus. Wo ist Stone What für? Ich bei der Gelegenheit mal mein Ding ins Zeug mit hoch, mein Ding ins Kirchens mit hochnehmen. Contains items. Okay. Sneefy bleibt hier. Vielleicht noch eine Quest zu completen. Okay, eine Iron Bar. Eine Tür. In den Kisten ist auch noch einiges drin. Monty, du wolltest mir noch zeigen, wie ich mir so ein Schutzschild aufbaue. Wenn es wie du hier um dein Dings drum hast. Der Inventory ist voll. Ja, sehr schön. Morty, du wolltest mir noch sagen, wie ich mir so ein Schutzschild baue. So ein Geländedingsbums, wie du hier hast. Hast du mich noch? Modi. Modi ist muted. Der reagiert nicht mehr. Was ist los? Modi. Hören Sie mich? Können Sie reden? Können Sie sprechen? Sagen Sie was?
jetzt kann ich dich hören. Sehr schön. Ja. Irgendwas ist da gerade beim Server schiefgelaufen. Ja, habe ich mitbekommen. Zeigst du mir noch, wie man so ein, ich mir so ein Schild an aufbaue? Schilder musst du alles selber rausfinden. Ich kann dir die Rezepte nicht geben. Oder? Und diese dieses gelbe und rote Schutzschild hier, diesen. Ach so, du gehst auf M. Auf M. Ja. Okay. Dann wählst du den Teil aus, den du gern hättest. Dein Haus steht jetzt zwischen zwei. Das ist natürlich unschön. Und die Bergspitze also, steht da drüben hier. Ja, Bergspitze habe ich jetzt markiert. Claim. Willst du jetzt mein Gebiet claimen oder was? Nee, das ist mein Zwerg da drüben. Ach so, okay. Der steht ja auf der anderen, der ist ja da. Kannst du jetzt kann ich für 100, für 100 Geld kann ich. Mit Holo und mit Kohle oder für mit Geld? Ja, dann hol dir mal unten Kohle, dann kannst du da. Ich habe 37 Kohle, das kann ich machen. Dann mach das. Perfekt. Und jetzt kann ich Settings klicken. Ja, und jetzt kannst du alles einstellen, was du willst. Aha. Zungenfürst LPS Zone. So, dann baue ich mal hier. Schöne Doppeltür auf. Dann kann ich jetzt auch hier Mob Spawns enabled. Und dann baller ich hier mal eben ein paar Pfade hin. Was heißt denn Korruption Sim enabled? Ausbreitende Korruption, das ist irgendwas, was im Untergrund sich durchfrisst. Aha, interessant. Ja, ich mache mir hier gerade eine schöne Gartenecke. Das kann ich dich jetzt zum Beispiel als, das kann ich doch Person, kann ich zum Beispiel Modi, kann ich dich entsprechend einstellen, kann ich dir jetzt Bilder festlegen und für dich dann entsprechende Rolle. Ja, ich glaube, den Garten kann ich noch ausbauen. So. Perfekt. Sieht das einigermaßen schön aus. Ja, ich brauche eigentlich noch mehr von dem Pfad, aber passt schon. Ja. So, dann Stacked Stonewall und vor allem erstmal den Stuhl wieder hin. Packen. Das sieht halt hier jetzt. Willkommen zu Zwangers First Episode Zone. Ich will aber doch bitte in meiner Zone hier alle Rechte haben. So, Grundriss wird aufgebaut. Hier werde ich auf jeden Fall einen Ausgang lassen. Das heißt, ich werde hier mal frei machen und hier rüber gehen. Das ist sehr schön. Das passt auch. Steht direkt auf der Grenze. Das Schutzschild steht direkt auf der Grenze hier. Das ist ja. Muss ich irgendwie noch einen Weg finden, wie ich das hier. Wie ich hier vielleicht einen schönen Stein als Dingsbohr. Das ist mein Dings, habe ich doch mitgenommen hier, mein. Ja, hier, mein Prozessor. Okay. Dann habe ich das. Dann. Steinkiste kann ich direkt hier in den Eingangsbereich packen. Die ist nützlich. Hast du ein Bett dabei? Ich habe ein Bett dabei. Können wir gleich schlafen gehen? Ja, ich habe gerade keinen Bock auf Monster. Sekunde, ich kann ja sogar Laternen aufstellen. Sehr schön. Oha! Das ist sehr viel effektiver als Fackeln. Die Axt und Laternen oder was? Wie heißen die? Wood Burning Lamp. Achso, die, ja. Also nicht Lamp wie das Lamm, sondern. Ja, schon klar.
Ich baue hier gerade mal ein paar Laternen auf. Dann brauche ich hier nur zwei, drei von und dann ist der Tag hell. Dann baue ich hier mal die Fackeln ab. An jeder Ecke des Hauses. In jede Ecke hier eine Lampe rein und dann ist es hell drin. Die steht hier. Hier noch eine. So hübsch. Und gute Nacht. Danke. Decke ist ziemlich dicht. Autsch. Beim Aufstehen in den Kopf gestoßen.